So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja Meryl kennengelernt und haben uns hier hineingewagt in diese Höhle. Und sie hat übrigens, die Bethany hat einen neuen Stab erhalten. Den habe ich im Inventar gefunden und noch nichts angelegt. Sand über mein Haupt. Welche Taste war es? Genau, ja. Da, Underfels. Da, das Buch. Ich habe mir es angewohnt, auch mal so ein bisschen vor mich her zu singen, während ich scrolle. Irgendwie silberiert. Gut, das war jetzt nicht wirklich viel. Ah, gab einen neuen Codex-Antrag. Ich sag Kampf. Was sagt ihr? Juhu! Hab ich recht gehabt. Oh oh. Das sind verdorbene Spinnen. Sind stärker. Okay. Das wird lustig. Okay. Dann sorge ich mal dafür, dass die. Bumm. Nicht gut. Da oben hat jemand Probleme. Okay, dann. Und schnell, lähm. Und jetzt? Was ist das damit? Zack. Ja, das Kinderspiel. Das einzige Problem, wir haben ziemlich schnell. Wir werden ziemlich schnell unsere Ausdauer los. Oh, oh, oh. Wer hat denn da Probleme? Meryl! Oh je. Ein Boss-Gegner sozusagen. Letzter Gegner platt gemacht. Meryl, Meryl, bleib lieber bei uns. Okay, das war lustig. Heiltrank, sehr schön. Heiltränke sind immer wichtig. Leichnam. Nichts Besonderes. Wie ihr sehen könnt. Ich erledige das. Und zack. Oh, eine Truhe. Die kann er zum Glück öffnen. Sphäre Elfenstiefel. Oh. Okay, das war nicht alles. Da ist noch ein bisschen was. Oh, was habe ich ausgelöst? Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Aber zum Glück, der eine Schatten ist erledigt. Jetzt muss ich mich um den zweiten Schatten kümmern. Okay, zweiter Schatten erledigt. Der Rest sollte auch ein Kinderspiel sein. Bang. Puh, das war heftig. Auf jeden Fall war das ein fairer Gegner als sonst. Das, was wir vorgesetzt bekommen. Hier geht's nicht weiter, jedenfalls im Moment nicht. Dann gehen wir mal hier lang. Ja, Gruppe sammeln und weiterziehen. Ja, ihr seht, wir kommen im Moment ziemlich gut weiter. Okay, dann will ich mich erstmal hier umsehen. Knochenhaufen. Okay, okay. Dann schauen wir uns mal die Barriere an. Ich kann den Weg für uns öffnen. Moment.
Was zum... Blutmagie. Ich habe eine Verschiebung des Schleiers gespürt. Ihr habt etwas hergerufen. Seid ihr von Sinnen? Ja, es war Blutmagie, aber ich weiß, was ich tue. Der Geist hat uns geholfen, oder etwa nicht? Die Barriere ist mit Sicherheit weg. Es gab bestimmt einen sichereren Weg. Seid auf dem weiteren Weg vorsichtig. Rastlose Kreaturen durchstreifen die Höhen. In den Tagen von Alethen haben die Ältesten hier geschlafen. Utenera. Endloser Traum, so haben sie es genannt. Aber nun schlafen sie nicht mehr friedlich. Ja, wir müssen mit der Freundschaft aufpassen. Okay, diesmal war es ein wenig, wie soll ich sagen, achtlos. Wisst ihr, was ich glaube? Seht ihr die Leichen da? Warum habe ich die Vermutung, dass sobald wir da den Altar, das wir im Altar gemacht haben, die ganzen Gegner auf einmal aufstehen werden? Oder das da kommt? Ja, wie ich schon sagte, die sind aufgestanden. Könntest du helfen, bitte? Danke. Es werden mehr. Nicht gut. Und er kriegt einen Trank. Zack. Zack. Wow, hey. Okay, den da? Meine Truppe ist völlig imber. Völlig wahnsinnig geworden. Ein Gegner gibt's noch. Da hinten der. Okay. Nein, noch ein. Schattenkrieger. Mit dem haben wir aber zum Glück Übung. Sie soll die Akku ziehen. Damit die anderen kein Problem haben. Ich bin zu lange schwach, um sie zu beschimpfen. Ich glaube, jetzt ist es sicher. Leg das Amulett auf den Altar. Hoffentlich ist es jetzt sicher. Amulett der Dailies. Gibt 18 Angriff plus. Und was hat der? Ring des Magisters. Mehr Feuerschaden, Mana und Ausdauer. Das bekommen sie erstmal. Erstmal bekommen alle ein paar Attribute. Genau. Klugheit, was war das noch gleich? Genau. Verteidigung und Crit. Sie kriegt aber erstmal etwas Mana und etwas Magie. So, würde ich sagen, erstmal. Was kriegt sie dann für einen Zauber? Sie kriegt einen aus dieser Sparte, aber welchen? Feuersturm, sengender Feuerball. Fistgrader werden upgraden. So. Sie braucht Konsti. Und Willenskraft und etwas Stärke. Sie soll bei der Kriegstreiberei besser werden. Und zwar soll sie Tapferkeit lernen. Tapferkeit bietet ihr nämlich Stärke, proportional zu den Gegnern, die sie um sich hat. Das ist sehr von Vorteil. Und wie immer gilt, könnt ihr ihn aber auch bei Halunke besser machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist sehr interessant. Verstohlenheit? Nee, sowas nicht. Eher Duellant. Die sind noch gar nicht möglich, die Fahrt im Moment. Die hatten wir vorher noch gar nicht. Ah, da kommen neue Pfade immer hinzu. Durchlöchern. Hat kürzere Regenerationszeit, wodurch der Sorge das häufig einsetzen kann.
Greif mit deinen beiden Waffen an. Ja, dann nehme ich es mal mit. So. Dann gehe ich nochmal ins Inventar der Gruppe. Gebe ihr einmal den Stab. Den Ring. Zack. Damit sie mehr Mana hat. Und mehr Feuerschaden zufügt. Das ist nämlich genau das Richtige für sie. Mehr Angriff. Wer soll mehr Angriff bekommen? Sie? Er hat Angriff plus 17. Na, dann bekommt er das. Und sie bekommt seins. So. Dann hat sie nämlich auch plus 17 Angriff. Ja. So geht's erstmal. Okay. Ach ja, ich wollte noch ein bisschen der anderen Rüstung prüfen. Weil da waren ja ein, zwei Sachen, die ich zuletzt nicht anlegen konnte, wo ich erst mal gucken wollte. Grobe, schwere Elfenstiefel. Die wären nichts für ihn. Ja, Blutdrachenbein ziehen. Er ist kein Bogennutzer. Geätzter Stab. Ha, mehr Feuerschaden. Und mehr Schaden Geist. Oder soll ich das oder mehr Mana bzw. Ausdauer nehmen? Schwierig, schwierig. Okay, dann sie. Sie hatte ja da, glaube ich, was. Ne, sie kann hier überhaupt nichts tragen. Sie hat ja eine ganze Rüstung an. Ah, die schweren Elfenstiefel kann nur Seraphon Hawk tragen. Die auch, leider. Naja. Okay, dann wollen wir beginnen. Aharen Namalana Salin. Emma ihre Abela Saviranan. Isalahamin Venanhim Dorfilas. In Utenera Narevas. Flemeth. Da sind wir ja schon. Andara Natishian, Ashabelana. Eine Angehörige des Volkes, wie ich sehe. So jung und hübsch. Wisst ihr, wer ich bin, abgesehen von diesem Titel? Ich weiß nur wenig. Dann steht gerade, die Leute beugen viel zu schnell das Knie. Es ist so erfrischend, jemandem zu begegnen, der eine Abmachung einhält. Ich hatte schon fast erwartet, mein Amulett würde in der Tasche irgendeines Händlers landen. Ich hatte versprochen, das Amulett abzuliefern. Ihr hättet mir allerdings sagen können, dass ihr dort drin wart. Nur ein Teil von mir. Ein winziger Teil. Aber mehr brauchte ich auch nicht. Ein klein wenig Sicherheit, falls das Unvermeidliche eintreten sollte. Und so wie ich meine Morrigan kenne, ist das bereits geschehen. Ist das jemand, den ich kennen sollte? Sie ist ein Mädchen, das denkt, sie wüsste alles besser als ich oder sonst irgendjemand. Und warum auch nicht? Ich habe sie zu dem erzogen, was sie jetzt ist. Ich darf nicht erwarten, dass sie sich mit weniger zufrieden gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie eure Tochter oder eure Feindin ist. Weder noch. Wieso brauchtet ihr mich, um euch hierher zu bringen? Weil ich eine Verabredung einhalten musste. Und weil ich nicht wollte, dass mir jemand folgt. Ihr habt mich hübsch unauffällig hierher geschmuggelt. Ich nehme an, ihr habt Pläne. Wir beide haben eine Verabredung mit dem Schicksal, mein lieber Junge. Es gibt viel zu tun. Bevor ich gehe, habe ich noch einen Rat für euch. Wir stehen am Rande des Wandels. Die Welt fürchtet den unvermeidlichen Sturz in den Abgrund. Achtet auf diesen Moment. Und wenn er kommt, dann zögert nicht zu springen. Denn nur wenn ihr fallt, erkennt ihr, ob ihr fliegen könnt. Was? Und was soll ich tun? Tut das, was ich tue. Werdet zu einem Drachen. aha.
Ihr könntet niemals ein Drache sein. Was euch betrifft, mein Kind, so solltet ihr vorsichtig sein. Kein Weg ist dunkler als der, den man mit geschlossenen Augen geht. Maseranas, Ashabelana. Nun ist es Zeit, mich zu verabschieden. Ihr habt meinen Dank und mein Mitgefühl. Nun, dann sind wir damit wohl fertig hier. An dieser Stelle machst du aber einen kleinen Cut. Und und als nächstes sehen wir dann, wie es weitergeht. Ja, was jetzt kommt. Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dragon Age 2. Auf bald!